Ja, herzlich willkommen. Der Herr Dr. Brandhoff hat ja die Veranstaltung quasi noch vor Ihrer Geburt als die Legal Tech Leitmesse angekündigt. Also insofern ist ja toll, dass die Resonanz so groß ist. Und wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein können und hoffen auch auf einen interessanten Austausch mit Ihnen. Ich darf heute etwas erzählen zur Anwendung von Legal Tech, sei es erstmal so allgemein gesagt, im Bereich Kartellrecht, Insolvenz und Due Diligences. Ich starte mal ganz kurz mit einer Vorstellung von Unternehmen und meiner Person, na, selbstverständlich. Dann so als Kontext nochmal so ein ganz kurzer Exkurs, wo dieses Legal Tech-Thema gerade so steht, zumindest auf so den einen oder anderen Aspekt, der aus unserer Sicht wichtig ist. Dann natürlich, welche Problemstellungen kann man angehen mit Legal Tech in den drei genannten Bereichen? Was sind die Problemstellungen, die Anforderungen und was wird dadurch eigentlich besser? Und den technischen Teil werde ich etwas kürzer halten. Aber an der Stelle gleich nochmal meine Frage, mich so ein bisschen darauf einstellen kann. Wer von Ihnen interessiert sich dann eher für das Thema Kartellrecht? Ah, okay, alles klar. Und im Bereich Insolvenzverfahren? Okay. Prima. Und Bereich Due Diligences? Oh, okay. Verstehe. Das ist schon mal sehr interessant. Dann frage ich auch gleich nochmal, ich glaube, dass die Antwort mir klar ist oder das Feedback, inwieweit interessiert Sie auch ein bisschen mehr zu der technischen Seite? Also wie funktioniert sowas? Oh, okay. Gut, das war jetzt nicht so, wie ich die Antwort erwartet hatte, aber wunderbar. Okay, also ich glaube, Sie haben ja heute auch schon viel gehört über so die generelle Bedeutung von AI und Legal Tech und so. Also insofern verstehe ich das vielleicht, dass man auch mal ein bisschen mehr ins Detail will. Sehr schön. Okay. Gut, kurz zur InSurf. Wir sind ein Startup, gegründet Ende 2015. In 2015 kam ein guter Freund und Geschäftsfreund auf mich zu, seines Zeichens Anwalt, größere Kanzlei in Hannover. Für Hannover-Verhältnisse größere Kanzlei, und erzählte mir, dass insbesondere im Insolvenzbereich viele, und Zitat, das kam nicht von mir, viele Dinge noch so ein bisschen so wie in den 70ern gemacht würden. So, und in der Zeit war ich gerade dabei, mein Engagement im Bereich Machine Learning und künstliche Intelligenz ziemlich zu intensivieren, und dann sagte ich, Mensch, das passt wunderbar, dann bringen wir die Dinge mal zusammen. Wir haben dann jetzt in 2016 bis 2017 eine Software entwickelt, wobei wir auch sehr viel auf fertige Komponenten aufsetzen. Also unsere Strategie ist da, so viel wie möglich zu verwenden, was schon am Markt existiert. Sie haben da im Open-Source-Bereich wirklich sehr, sehr leistungsfähige Software, aber das dann zu veredeln. Und in dem Zeitraum haben wir auch so einige Pilotfälle realisiert. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wir arbeiten sehr eng mit der Uni Osnabrück zusammen. Dort gibt es eine Fakultät, wirklich Cognitive Science. Das ist deswegen sehr interessant, weil sie dort ein sehr transdisziplinäres Curriculum haben, also wirklich aus Mathematik, Linguistik, Informatik, Statistik und solchen Dingen. Nämlich dieses ganze Gemisch, was eigentlich notwendig ist, um entsprechende Lösungen zu realisieren. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit verschiedenen Kanzleien, um da wirklich nah am Markt und auch an den Anforderungen zu sein. Und last but not least gibt es eine Schwesterfirma, die eben fokussiert ist auf Machine Learning im Allgemeinen. Das ist deswegen interessant, also die beschäftigt sich mit solchen Dingen wie Computer Vision, also wie können Computer lernen, Bilder automatisch zu erkennen oder Zeitreihen vorhersagen. Und das Spannende ist, dass es, auch wenn es vielleicht einem im ersten Moment nicht anspringt, da sehr viele Überlappungen gibt mit dem Legal Tech Thema. Komme ich nochmal zu. Finanziert sind wir durch private und strategische Investoren. Unser Team besteht im Moment aus 4 Data Scientists. Mit der AIM zusammen sind wir 8 Data Scientists, also wirklich klar fokussiert auf das Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz. Wir haben eine Juristin im Team, aber ich sag mal, es reicht für uns, wenn wir die juristischen Sachverhalte verstehen können im Sinne von Anforderungen. Und vor allen Dingen dreht sich bei uns alles darum, wie wir jetzt aus den Daten, die wir bekommen, möglichst viel machen können. Wir haben noch einen Kollegen, der in der Kundengewinnung unterwegs ist. Im nächsten Jahr ist die Planung, auf 10 Mitarbeiter zu wachsen. Was mir nochmal wichtig ist an der Stelle ist, wir sind
Klar, ein deutsches Gewächs, ein bisschen in der Minderheit noch im Legal Tech-Bereich, wobei es ja auch viele spannende Startups auch hier auf der Messe gibt, die aus dem deutschsprachigen Bereich kommen. Ich komme da gleich nochmal zu. Wir halten das für sehr wichtig, halt auch hier im deutschen Rechtsraum präsent zu sein und auch vor Ort zu sein. Ich selbst bin seit den 90ern in der IT, da als Gründer unterwegs und habe zwei Unternehmen im IT-Bereich gegründet und zwei eben jetzt im Bereich des Machine Learning. Meine persönlichen Schwerpunkte sind eigentlich ein bisschen gestreut, muss man sagen, sind trotzdem Schwerpunkte. Also Statistik und Machine Learning zum einen, Linguistik, Finanzen und Controlling und natürlich Software Engineering. Die juristische Unterstützung und das Know-how, das bekommen wir halt einmal über unsere Kollegin, aber natürlich auch viele über die Kanzlei, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, der Hype. Also was ja häufig so hier durch die Reihen spukt, so als Schreckensbild, ist, dass der nette Roboterkollege irgendwann den Juristen ersetzt. Das Thema haben sie übrigens auch durchaus generell in dem Machine Learning-Kontext natürlich, ne? Also kann man ja überall lesen, so künstliche Intelligenz ist Jobkiller. Wir sehen das im Moment nicht so. Also zum einen, weil technisch häufig da vielleicht mehr suggeriert wird, als im Moment möglich ist. Die Realität ist nun mal sehr komplex. Es gehört natürlich auch viel Zwischenmenschliches dazu und das kann man nicht mal ebenso durch Maschinen ersetzen, auch wenn die Methoden da wirklich rasant fortschreiten. Es fließt ja auch wahnsinnig viel da im Moment in die Forschung. Sie haben also quasi jeden Tag neue Forschungspapiere, auch so im Bereich so semantischem Verständnis von Dokumenten. Also da passiert wahnsinnig viel, aber man muss die Kirche auch irgendwo im Dorf lassen. Und das ist zum einen. Und zum anderen sehen wir natürlich auch, dass viele Kanzleien oder Teams, für die wir arbeiten, haben nicht das Problem, dass denen die Arbeit ausgeht. Sondern da geht es erstmal darum, eigentlich die Überlastung und gerade so Routineaufgaben oder Mengenaufgaben zu automatisieren, damit die juristischen Kollegen sich dann auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Also das ist eher die Situation, die wir im Moment sehen. Also es geht da eigentlich um Unterstützung, nicht die Ersetzung von Fachspezialisten. Das zweite Thema, nochmal so unter der Überschrift Hype versus Realitäten. Man könnte manchmal denken, man muss eigentlich nur eine Software installieren, also Plug and Play, und dann kann man loslegen. Es gibt viele Bereiche, in denen das so ist, aber die Felder, die wir jetzt speziell beackern, ist unsere Erfahrung, dass da notwendig, aber auch gewünscht ist, dass ein Service da ist. Das heißt, dass schon auch auf die spezielle Situation hin eine Unterstützung passiert und auch eine Anpassung passiert. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie Ihre persönliche IT-Affinität ist. Also so unsere Erfahrung ist, es gibt eine gewisse Bandbreite. Also es gibt natürlich viele Kollegen, die da schon sehr gut unterwegs sind, auch selber mit Werkzeugen arbeiten. Wir kennen aber auch viele, die eigentlich mit der Software nicht wirklich was zu tun haben möchten. So, ne? Also deswegen ist so unsere Erfahrung eigentlich, eine Software allein tut es nicht. Und das wird gleich nochmal klarer, wenn man sich mal so den kompletten End-to-End-Prozess anguckt für zum Beispiel kartellrechtliche Fälle, dann muss natürlich die gesamte Strecke abgedeckt werden. Also es hilft nichts, wenn man nur so einen Teil aus dem Thema gelöst bekommt. So, also summa summarum geht es um spezialisierte Lösungen für juristische Teilgebiete aus unserer Sicht. Deswegen fokussieren wir auch klar auf diese genannten Themen. Ich glaube, über jetzt den rechtlichen Teil dieser Themen muss ich Ihnen nicht so wirklich viel erzählen. Deswegen habe ich mir erlaubt, das mal etwas zu simplifizieren. Unser Fokus ist bisher im kartellrechtlichen Bereich das Thema Private Enforcement. Das beginnt ja mal damit, dass eine Akquisition stattfinden muss, und zwar eine Akquisition von Mandanten, also gerade im Bereich Streuschäden, aber auch eine Akquisition eben relativ komplexer Daten und Dokumente. Das heißt, so wie wir das sehen in Kanzleien, ist das häufig natürlich auch organisatorisch, aber auch einfach vom Datentransport eine gewisse Herausforderung von den Mandanten, überhaupt mal die Dokumente und Daten zu bekommen. Und gerade wenn Sie jetzt im Bereich Streuschäden gehen, LKW-Kartell ist so ein Thema, in dem wir uns gerade bewegen, da haben Sie natürlich dann 100 Mandanten, die unterschiedliche Dokumente und Tabellen bereitstellen. Und da kann man natürlich schon mal ansetzen und sagen, man vereinfacht diesen ganzen Austausch, Datenaustausch und Kollaborationsvorgang, indem man einfach über zum Beispiel ein Extranet die Möglichkeit bereitstellt, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Der nächste logische Schritt, wo wir uns jetzt gerade hinbewegen, ist eigentlich natürlich, dass
quasi so à la Flightride, sage ich mal, auch in Form eines Portals zur Verfügung zu stellen, also schon in der Mandantenakquisition. Das ist mal so der Schritt 1. Schritt 2 ist, jetzt muss man sagen, das ist jetzt nicht ganz sequenziell darstellbar, weil typischerweise ja im Rahmen eines Private Enforcement-Verfahrens der Gutachter erstmal, ich sag mal, eine grobe Einschätzung der Volumina und der Schadenshöhen macht. Und das wird häufig, wir haben bisher Fälle bearbeitet, wo das im Vorfeld stattgefunden hat. Das heißt, es werden erstmal Transaktionslisten erstellt. Aber der Prozess oder die Anforderungen an uns gehen jetzt eigentlich dahin, dass wir schon sehr früh in diesem Prozess die Dokumente und Daten analysieren und die Transaktionslisten schon generieren. Das ist so der Teil 1. Dann entsteht eben ein Marktmodell, eine Einschätzung des Schadens. Und sag mal, auf die Klage hin, auf den Vortrag oder auf die Replik hin, ist dann natürlich der nächste Schritt, die Forderungen zu substantiieren, indem eben sehr genau nachgewiesen wird, dass diese Transaktionen auch wirklich beleghaft nachgewiesen werden können. So. Das ist eigentlich so der Schritt, wo wir im Moment auch den größten Hebel geben können. Also ich komme gleich noch mal zu so einem Beispiel, da sieht man vielleicht auch, um welche Datenvolumina es da geht. Aber da ist es so, dass das bisher sehr mühselig ist. Also was wir so mitbekommen haben, sind dann so die Teams von Studenten über Sekretariate und was dann doch mit den Fristen ein bisschen eng wird, dann doch auch noch die Anwälte selber involviert. Und das ist natürlich vielleicht dann etwas unglücklich. Und da kann man halt relativ viel heben mit Automatisierung. Mit dem Endergebnis, dass dann als Teil der Klage oder der Replik dann eine entsprechend gerichtsfeste Dokumentation erstellt wird. Ich weiß nicht, wie das gedacht ist mit den Fragen, ob die zwangsläufig ans Ende gehen müssen, sonst. Genau, also wenn Sie Zwischenfragen haben oder Einwürfe, dann auch immer gern gleich an dem Thema. Okay. Ah. Vielen Dank. Ich habe vielleicht in dem Moment nicht aufgepasst, aber was meinen Sie genau mit Akquisition von Mandaten? Ich sehe jetzt noch nicht, wie InSurf einem Anwalt helfen kann, ein Mandat zu akquirieren, außer dass der Anwalt natürlich die Dienstleistung von InSurf preist und damit sich selber, weil er den richtigen Partner hat in der Bearbeitung eines kartellrechtlichen Private Enforcement Verfahrens. So ist es gemeint gewesen. Ja, nein, das ist ein guter Punkt. Also, was Sie eben ansprachen, ist tatsächlich auch ein Thema. Also, die Kanzlei, mit der wir da zusammenarbeiten, sagt tatsächlich, also, wir verbessern unsere Dienstleistung dadurch. Das ist natürlich auch ein Thema der Akquisition. Was ich hier aber eigentlich meinte, war, eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Also, schlichtweg, also im Moment sehen wir es so, da werden halt Daten irgendwie kreuz und quer geschickt. Und ne, bei 100 Mandanten ist das ja erstmal überhaupt ein organisatorischer Aufwand, diese Daten einzusammeln. Ne? Und wir stellen im Prinzip so eine White-Label-Plattform zur Verfügung, mit denen Sie die Daten überhaupt erstmal einsammeln können, die dann direkt in die Weiterverarbeitung gehen können. Ne? Das war gemeint. Genau, Streuschäden. Also LKW-Kartell, da haben wir jetzt, da geht es zum Beispiel um 100 Mandanten. So, und jeder Mandant hat halt so sein Päckchen Dokumente oder seine speziellen Tabellen. Genau. Ja, danke für die Frage. Passen Sie ruhig nochmal nicht auf. Gut, ein bisschen anders gelagert, das Thema Insolvenzverfahren. Auch wieder extrem simplifiziert. Ich möchte das einfach nur auf die Punkte runterbrechen, wo wir eingreifen können mit Legal Tech-Werkzeugen. Klar, das Gutachten entsteht. Sagen wir mal so, wenn wir früh genug einbezogen werden und die Daten und Dokumente tatsächlich zur Verfügung stehen, kann man natürlich auch schon bei der Erstellung des Gutachtens helfen und bei der Einschätzung der Masse unterstützen. Meistens ist das vom Timing her nicht machbar, obwohl es sehr schnell umsetzbar ist. Das heißt, eigentlich kommen wir nach dem Gutachten zum Einsatz. Das heißt, da geht es dann los. Also irgendwo liegen Daten aus der Finanzbuchhaltung, es stehen Aktenordner irgendwo. Sie haben da ja im Prinzip die volle Bandbreite. So, dann geht es also erstmal darum, diese wilde Dokumenten- und Datenlage überhaupt erstmal zu ordnen. Das ist so Schritt 1.
Was auch sehr interessant ist, ist gleich frühzeitig zu erkennen, wo Lücken im Dokumentenbestand stehen. Meine Lieblingsanekdote ist da immer, einer der Insolvenzverwalter, mit dem wir zusammenarbeiten, hat mir erzählt, dass so ein typischer Fall ist, man kommt hin, möchte die Dokumente abholen und man sieht gerade noch, wie so das Fenster auf ist und der Geschäftsführer mit so ein paar Ordnern übers Feld trabt. Also sowas können wir relativ schnell identifizieren, wenn es da irgendwelche auffälligen Lücken auf einmal gibt. Das ist mal so Schritt 1. So, dann geht es natürlich um die Ermittlung des Zeitpunkts der Zahlungsunfähigkeit. Im Prinzip soll natürlich eigentlich eine Liquiditätsbilanz oder Analyse gemacht werden. Das ist häufig nicht mit angemessenem Aufwand umsetzbar, so wie wir das hören. Was man aber natürlich tun kann, um das Thema zu unterlegen, ist statistische Analysen, zumindest Indizien heranzuziehen, wie zum Beispiel der Verlauf von Mahnungsvolumina oder Zahlungsmoral. Das ist natürlich nicht unbedingt am Ende hinreichend, ist aber hilfreich, um die Zahlungsunfähigkeit einzugrenzen. Das ist so der nächste Schritt. Dann häufig ist dieses Thema Tabellenführung ein Prozess oder ein Arbeitsbereich, der relativ viel Aufwand zieht, auch sehr mühselig ist. Also man kriegt halt relativ viele Dokumente, die dann auch irgendwie einsortiert werden müssen. Auch da kann man natürlich mit LegalTech-Werkzeugen relativ gut diese Dokumente einsammeln und auch schon mal abgleichen mit dem Dokumentenbestand. Also schon mal schauen, ob die Forderung, die eingereicht wird, überhaupt unterlegt ist, irgendwo in diesem riesen Dokumentenbestand, in der Vergangenheit. Und eigentlich sozusagen der Sweet Spot, wo man am meisten heben kann aus unserer Sicht, ist das Thema Anfechtung. Da fließt ja relativ viel Aufwand rein. Also ich sag mal, von ein bisschen simplifiziert, sehen Sie es mir nach. Ich brauche sowas wie eine Eingangsrechnung, ich brauche einen Nachweis über die Zahlung und ich brauche Indizien über die Kenntnis. So, wie gesagt, etwas vereinfacht jetzt an dieser Stelle, aber und das dann in so Dokumentenmengen wie 10, 20 oder 50.000 Dokumenten wiederzufinden, ist halt ein gewisser Aufwand. Wird häufiger auch von oder aktuell auch von Dienstleistern manuell gemacht. Aber das ist nicht immer hilfreich, insofern auch nicht immer alle Informationen gefunden werden. Also das ist natürlich eine Stelle, wo man mit LegalTech-Werkzeugen hervorragend die entsprechenden Sachverhalte und Dokumente zusammentragen kann. Jetzt bin ich so ein bisschen vom Schwerpunkt eigentlich schräg zu Ihrem Feedback aufgestellt, nämlich das Thema Due Diligence habe ich jetzt gar nicht mehr so ausführlich hier vorbereitet, weil das im Prinzip von den Werkzeugen, mit denen wir da rangehen, die da eingesetzt werden, sehr ähnlich ist zu den beiden vorhergehenden Themen. Weil im Kern geht es letztendlich darum, natürlich große Dokumentenmengen möglichst schnell überhaupt verarbeiten zu können oder Datenmengen in strukturierter Form recherchierbar in einem Datenraum zur Verfügung zu stellen. Also im Prinzip die Werkzeuge, auf die ich jetzt gleich nochmal komme, die da unterliegen, sind im Prinzip die gleichen. Okay, um das Bild abzurunden, in echten Fallsituationen fehlt jetzt noch ein bisschen was an dem Gesamtbild. Ich habe jetzt mal so auf die Mitte des Prozesses geschaut, was natürlich häufig der Fall ist. Ich habe es schon kurz erwähnt, die Dokumente sind irgendwo. Also Sie haben Akten irgendwo rumstehen beim Insolvenzschuldner oder in irgendwelchen Archiven. Also Sie haben verschiedenste Datenquellen, das heißt, um diesen Prozess in der Mitte überhaupt durchführen zu können, muss natürlich sowas erfolgen wie eine Logistik. Also was wir zum Beispiel machen können, ist, wir holen die Akten ab, wir stellen sicher, dass da nichts verloren geht, dass nichts dazukommt. ist ja nicht ganz unwichtig. Digitalisieren die ganzen Akten und liefern dann wieder zurück. Oder, wenn gewünscht ist, am Ende der Kette entsorgen auch. Weil durchaus ja in großen Teilen auch eine digitale Archivierung möglich ist, was auch eine Frage der Kosten ist. Also das ist mal so das Gesamtbild. Vielleicht noch mal so ein paar konkrete Fall- und Projektbeispiele. Eins der jüngeren Verfahren, Insolvenzverfahren, die wir bearbeitet haben, da ging es zum Beispiel um 16.000 Dokumente. Parallel wurden auch Buchhaltungsdaten geliefert, ungefähr 300 Kreditoren. Extrahiert wurden letztendlich ungefähr 100 Anfechtungsakten.
Was wir ganz spannend fanden, das ist, haben wir auch so uns als Challenge genommen. Es wurde tatsächlich vorher schon eine manuelle Bearbeitung der Dokumente durchgeführt und wir haben tatsächlich ungefähr das dreifache Volumenpotenzial, sage ich mal, herausgefischt. Einfach schlichtweg, weil natürlich über den digitalen Zugriff und über die bessere Ordnung der Dokumente sie sehr viel schneller auch Sachverhalte identifizieren können. Genau, Laufzeit für die Datenakquise ungefähr 2 Wochen. Also häufig ist das so eine Frage natürlich, wie schnell geht das Ganze dann? Und die Verarbeitung, also die Erstellung der Anfechtungsakten ungefähr 3 Wochen. Dann nochmal ein Beispiel aus dem Bereich Private Enforcement. Um also ans andere Ende der Skala zu gehen, in einem der letzten größeren Fälle, die wir bearbeitet haben, ging es um 350.000 Dokumente. Im Bereich Drogerie haben Sie sicherlich schon gehört, um welchen Fall es da geht. Ging 5 Millionen Transaktionen ungefähr, 5 Kartelle beteiligt, diverse Lieferanten. Und das Ergebnis war letztendlich, in dem Fall war das so gewünscht. Also die Form, wie das Ganze ausgeliefert wird, ist natürlich auch immer eine Frage der individuell Beteiligten. In dem Fall war halt gewünscht, schlichtweg ein Excel-Sheet mit den Transaktionen, wo auf Klick dann quasi die entsprechenden Belege hochkommen. Und das Ganze Bestandteil letztendlich der Replik. Und was natürlich auch dazu gehört, ganz wichtiger Bestandteil, auch zu erläutern, wie diese Daten eigentlich zustande gekommen sind, ne, damit das Verfahren nicht angreifbar ist. Das sind mal so 2 Beispiele. Ich hätte gesagt, wir fokussieren da ganz klar auf diese Themenfelder. Die genannten letztendlich die Technologie, die wir da einsetzen, ist natürlich generisch. Deswegen gebe ich nochmal 2 andere Beispiele. Für ein großes hannoversches Versicherungsunternehmen machen wir gerade einen Piloten zugegebenermaßen, aber da geht es zum Beispiel darum, einfach 2 Millionen Dokumente im Jahr insofern zu verarbeiten, dass einfach Stapeldokumente getrennt werden. Hört sich vielleicht nach einem banalen Thema an, ich komme gleich nochmal dazu, aber in realen Datenbeständen haben Sie natürlich häufig das Problem, dass Sie einfach so riesen Dokumente haben. Also ne, Sie haben da einfach so Sammeldokumente, da sind 100 Seiten. Im schlimmsten Fall ist das noch so, dass in diese Dokumente noch mehrfach auftauchen, also redundant sind. Und wenn Sie das manuell natürlich analysieren müssen, ist das sehr unschön. Das kostet sehr, sehr viel Zeit. Und Sie müssen natürlich auch immer schauen, ist das jetzt tatsächlich das gleiche Dokument oder nicht. In dem Fall sitzen da tatsächlich 4 Menschen, die nichts anderes machen, als gelbe Blätter zwischen die Dokumente zu legen, das ganze Jahr lang. Ist so, also habe ich mir nicht ausgedacht. Und abgesehen davon geht es noch um die Klassifizierung von Dokumenten. Genau, anderes Beispiel, weil wir diskutieren natürlich häufig, wann machen solche Ansätze Sinn, weil man hat natürlich auch einen gewissen Grundaufwand, um solche Legal Tech Services oder Lösungen ins Spiel zu bringen. Natürlich klar, wenn man riesen Dokumentenmengen hat, springt es einen irgendwie an. Dass dann irgendwie ein Hebel drauf ist. Was auch interessant ist, natürlich in stark standardisierten Bereichen. Also ein weiteres Projekt, was wir gerade machen für eine Kanzlei, die eben 6.000 Verkehrsrechtsfälle im Jahr bearbeitet. Da kriegen die einzelnen Dokumente, die da reinkommen, Werkstattaufträge und so, sind zwar recht unterschiedlich, aber man kann natürlich sehr schematisch bestimmte Informationen daraus ziehen. Das heißt also Mandant und Service-Ansprechpartner und so weiter, wird direkt aus den Dokumenten erkannt und dann in die Kanzleisoftware generiert und es wird gleich eine Akte angelegt mit den entsprechenden Dokumenten. Und das sind nochmal so 2 anderweitige Beispiele. So, also Mehrwerte, Unterstützung, Fristeinhaltung, kein unwichtiges Thema. Irgendwie kommt man dann doch häufiger ja mal so an die Termingrenze. Das ist ein Thema, was natürlich entspannt werden kann. Optimierung der Datenlage, also überhaupt erstmal herauszufinden, habe ich alle Informationen, schneller und einfacher Datenzugriff, letztendlich eine Erhöhung der Masse bzw. des Erfolgspotenzials, höhere Gerichtsfestigkeit und last but not least muss man wirklich sagen, Minimierung, Aufwand und Kosten. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir denken eigentlich, dass es spannender ist, eigentlich noch eine bessere Informationsgrundlage zu bekommen. So, zu den Werkzeugen.
Sie wollten ja ein bisschen was zur Technik hören. Also was braucht man jetzt für eine Maschine eigentlich, um das machen zu können? Also die Grundsituation ist, Sie haben alle möglichen Arten von Dokumenten, umfangreich, heterogen, also unterschiedlichste Belegarten, unterschiedlichste Layouts, häufig auch schlecht strukturiert. Also ich hatte schon ein Beispiel erwähnt, Sammeldokumente oder Einzelseiten, die irgendwie verteilt sind oder auch fehlende Daten. Aber was Sie eigentlich brauchen am Ende für die Fallbearbeitung, ist idealerweise eine Akte, die nachvollziehbar ist, in der punktgenau Daten zur Verfügung stehen und die auch ergonomisch nutzbar ist. Also wo die Informationen so drin sind, wie Sie sie brauchen für Ihre Fallbearbeitung. Die Frage ist also, was muss jetzt dazwischen passieren? Also es muss irgendeine Form von Datenextraktion geben, die möglichst automatisiert ist, die möglichst intelligent ist. Und intelligent heißt letztendlich lernfähig, das heißt, sich anpassen kann auf verschiedene Situationen. So ein typischer Ablauf, jetzt mehr so aus technischer Sicht, ist, also es beginnt damit, verschiedenste Datenquellen zu integrieren. Seien es jetzt Datenbanken, E-Mails, Dokumente, strukturierte Daten, die in gewisser Weise zu ordnen. Also so eine typische Anforderung ist zunächst mal eine Ordnung nach Belegarten vorzunehmen. Im Insolvenzbereich ist das relativ klar oder auch im Due Diligence-Bereich haben Sie ja relativ klar vorgegebene Schemata, wie die Dokumente zu ordnen sind. Es ist aber durchaus auch möglich zu sagen, fallspezifisch bestimmte Dokumententypen zu definieren und die dann zu erlernen. So, damit habe ich erstmal sozusagen die Grundordnung herbeigeführt. Was als nächstes passiert, ist eine Extraktion der Daten aus den Dokumenten. Hier sind jetzt nochmal so ein paar Beispiele angeführt. Ich komme da gleich nochmal zu. Und letztendlich auf Basis dieser Detailinformationen, die aus den Dokumenten extrahiert wurden, letztendlich wieder eine Verknüpfung von Dokumentenflüssen, von Belegflüssen herzustellen und Sachverhalte einzugrenzen. Und am Ende des Tages das Ganze idealerweise auf den jeweiligen juristischen Sachverhalt hin, auf die Aufgabe hin, als Akte zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich so der Prozess. So, also Ausgangspunkt ist in irgendeiner Form ein Dokument, zum Beispiel, oder strukturierte Daten. So, und jetzt steht hier alles Mögliche drin. Man braucht jetzt nicht in jedem Fall alles, aber das sind jetzt mal so beispielhafte Informationen. Im LKW-Kartell ist es dann zum Beispiel eine Typenkennzeichnung oder noch bestimmte Parameter der Fahrzeuge, die relevant sind. Jetzt könnte man sagen, ist eigentlich banal. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Datum, ist irgendwie easy. Aber wenn Sie halt sehr große, sehr heterogene Dokumentenbestände haben, dann haben Sie natürlich da auch unterschiedlichste Formate. Dann haben Sie Erkennungsfehler da drin. Das heißt, Sie haben also ein großes Rauschen eigentlich auf diesen Daten. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so trivial, solche Daten da herauszuziehen. Und Sie wollen es ja möglichst automatisiert machen. So, das heißt, das eine ist, um möglichst intelligent zu erkennen, werden halt möglichst viele, jetzt ich sag mal in Nerdisch, in Machine Learning-Sprache, möglichst viele Features verwendet. Also das eine ist ja einfach mal die simplen Zeichen und Worte, die in so einem Dokument drin stehen. Das ist ja banal. Also man spricht da eben vom Bag of Words, also einfach der Sack an Worten, der in einem Dokument drin ist. Aber es steckt halt noch viel mehr drin. Sie können natürlich auch Grafiken und Logos nutzen. Auch das kann automatisch erkannt werden. Sie können Positionen nutzen, Layout-Informationen und Sie können natürlich Bezüge zu Entitätslisten herstellen. All das sind Informationen, die man eigentlich aus solchen Dokumenten rausquetschen kann. Wie das passiert ist, es beginnt natürlich immer mit irgendeiner Form von Texterkennung. Das gibt es auch verschiedenste Lösungen und Anbieter. Da haben Sie häufig aber Fehler drin. Da kommen dann zum Beispiel zur Korrektur statistische Verfahren zum Einsatz. Also es gibt zum Beispiel bestimmte typische Zeichenketten oder bestimmte Wortketten eigentlich, die auftreten. Das heißt, Sie können hinterher ein Stück weit noch korrigieren, was da erkannt wurde. Dann, ich sag mal, so häufig kann man tatsächlich mit einfachen Heuristiken beginnen. Also man könnte ja sagen, gut, ein Datum zu erkennen ist erstmal simpel. So, oder ein Betrag. Also man kann durchaus damit anfangen zu sagen, man entwickelt erstmal eine einfache Regel. Damit kommen Sie bei komplexeren Informationen in der Regel so 40, 50, 60% weit, wenn es gut läuft. So, und dann kommen eigentlich diese Themen, die jetzt mal so unter KI grassieren, zum Einsatz. Das heißt, wir nennen das so Turbolader. Also wir nehmen jetzt diese per Regeln gefundenen Daten und können damit lernende Modelle befeuern.
Das heißt, sie sparen, das ist so ein Riesenthema in diesem Bereich Machine Learning, ist halt, wie komme ich denn eigentlich an Trainingsdaten? Weil da möchte sich ja niemand hinsetzen und irgendwie da ein paar hundert oder tausend Dinge auszeichnen. So, und deswegen nutzen wir eben Heuristiken eigentlich so als Vorstufe und die werden dann reingefeuert in die lernenden Modelle. So, dann haben sie diese Modelle können dann durchaus, die lernen wirklich bis 98, 99% genau diese Regeln. Und das ist schon mal gut. So, und jetzt sollen die aber ja auch andere Sachen erkennen, die nicht so wie diese Regeln aussehen. So, und dann, das können die auch, dann aber mit einer niedrigeren Konfidenz, mit einem geringeren Vertrauen. So. Und dann kommt ein weiteres Werkzeug zum Einsatz. Das heißt, sie haben dann, wichtig ist es dann eben, entsprechende Benutzeroberflächen zu haben. Also die ihnen wirklich sagen, da bin ich mir sicher. Das ist also die Belegart und das ist wirklich ein Geschäftspartner oder das ist eine bestimmte Klausel. Aber dann sehr schnell diese Modelle nachschärfen zu können. Also das ist so eigentlich so das Grundschema. Und damit schaffen sie es dann eben, vor allen Dingen über Fälle hinweg natürlich, auch diese Modelle sehr leistungsfähig zu machen, dass sie halt immer mehr dieser Sachverhalte, die sie eigentlich suchen, erkennen können. Und, dann gibt es noch dieses Thema Semantik. Das gibt es ja auch viele Anbieter, die hier auch spannende Lösungen zeigen. Also da geht es natürlich dann darum, nicht nur nach Worten zu suchen oder so relativ banal bestimmte Muster zu erkennen, sondern wirklich auch Konzeptsuche. Das heißt, ein Begriff, ein bestimmter rechtlicher Sachverhalt kommt natürlich nicht immer mit den gleichen Formulierungen daher. Ne? Und da kommen dann eben semantische Verfahren zum Einsatz, die schaffen, vom konkreten Text quasi ein bestimmtes rechtliches Konzept zu erkennen. Also das sind mal so die wesentlichsten Mechanismen, die eigentlich technisch gesehen da so hinterstecken. Mal so ein anderes Beispiel. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, hört sich vielleicht banal an, aber Sammeldokumente sind wirklich ein Kreuz, weil schlecht zu reviewen und wie gesagt, immer die Gefahr, dass es redundant ist. Und auch da gibt es die Möglichkeit, jetzt eben diese ganzen Features, diese Informationen, die man extrahiert hat aus den Dokumenten, also sei es die Worte, die Semantik, Vorgangsnummern, Seitennummern, Geschäftspartner, Grafik, Layout, zu verwenden, um letztendlich Wechsel zwischen Einzeldokumenten zu erkennen. Und dann wirklich diese riesen Sammeldokumente wieder zu zerlegen in Einzeldokumente. Im Prinzip kommen da auch wieder ähnliche Modelle zum Einsatz. Also es gibt zum Beispiel Modelle, die können Sequenzen lernen. Also die lernen zum Beispiel, nach dem Vertrag kommen immer bestimmte Anhänge. So, das ist eine Möglichkeit, wirklich zu erkennen, inwiefern bestimmte Dokumente zusammengehören oder auch nicht. So, das quasi der Gegenpart dazu ist natürlich, ich nehme mal wieder ein Beispiel aus dem Bereich Insolvenzverfahren. Ich möchte natürlich erstmal wissen, gibt es da irgendwie einen Vertrag? Gab es da eine Rechnung? Gab es dazu eine Mahnung? Gab es dazu einen Kontoauszug? Das heißt, ich muss letztendlich wieder die Einzeldokumente, die ich erkannt habe, miteinander verketten. Und auch da im Prinzip wieder gleiches Thema. Ich nutze diese vorher extrahierten Informationen und entsprechend lernfähige Modelle, um diese Dokumente hinterher wieder in Belegflüsse zusammenzuführen. Also idealerweise im Insolvenzbereich möchte ich ja haben die Eingangsrechnung, die Kontobewegung, dazu passende Mahnung, Vollstreckung, also irgendwie Indizien, die mir von der Kenntnis zeugen. Mal so als Grundlage. So, und die Idee ist immer wieder, dass dieser ganze Prozess, der erstmal die Basisdaten in einer Akte bereitzustellen, dass das möglichst dem Fallbearbeiter, dem Juristen abgenommen wird und dann wirklich eigentlich die juristische Arbeit einsetzen kann. Genau, last but not least, nochmal einen Blick auf Software. Also so kann das zum Beispiel aussehen. Also man hat jetzt irgendwie seine paar hunderttausend Dokumente ins System gefahren und kann dann wirklich relativ schnell zum Beispiel so eine Matrix erzeugen, ne, und sagen, also hier sehen Sie so die typischen natürlich Belegarten, die so eine Rolle spielen, und auf der horizontalen sehen Sie die Zeitachse und Sie können jetzt wirklich relativ schnell erkennen, wo gab es wie viele Dokumente, in welchem Zeitraum, gibt es da irgendwelche Lücken oder Auffälligkeiten, direkt dahin navigieren und gegebenenfalls eben auch nochmal nachfassen, wo diese fehlenden Dokumente dann sind. Also das ist immer mal so ein erster Schritt und das kriegt man eigentlich am Anfang gleich geschenkt. Und
das ist jetzt eher eine Insicht. Das ist, vielleicht springt es einem nicht so ganz an, deswegen erkläre ich es kurz. Also zum Beispiel Belegarten als Navigationsmöglichkeit, dann entsprechend Orientierungsinformationen zu den Einzeldokumenten, also wie sind die klassifiziert. Übrigens hier diese Farbe, die Sie sehen, also grün und gelb und hier auch mal rot. Das ist jetzt so eine Aussage des Systems, ich bin mir sicher oder nicht so sicher darüber, welche Belegart das ist. Und dann kann man relativ gezielt das System nochmal nachschärfen. Und natürlich dann entsprechende Informationen, Dokumentenstruktur und Inhaltsklassen. Ich will Sie damit aber nicht abschrecken, ich wollte nur mal zeigen, wie sowas aussieht. Das ist eher so ein Werkzeug für den Data Scientist. Also ich habe ja am Anfang gesagt, wir arbeiten da als Service-Dienstleister. Das heißt, das sind Werkzeuge, die wir selber benutzen, um solche Informationen aufzubearbeiten. Wenn Sie das selber machen wollen, ist das natürlich auch möglich. Aber es ist in gewisser Weise auch eine Frage der Übung, wie man so ein System trainiert. Ja. Habe ich meine Zeit eingehalten, glaube ich, oder? Ja. Vielen Dank, Herr. Sie haben schon so sorgenvoll geguckt, ob ich das noch hinkriege, glaube ich. Jetzt, meine Damen und Herren, haben wir Zeit für ein paar Fragen und auch haben Sie die Möglichkeit, ein sehr eigenartiges Zirkusakt zu erfahren. Das heißt nämlich der deutsch sprechende Amerikaner. Aber ich werde versuchen, so gut wie ich kann, euch zu begleiten. Gibt es Fragen? Ich habe einen hier. Ich hätte zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Also erste Frage, haben Sie schon mal eine Due Diligence im Ernstfall begleitet? Nein. Okay, alles klar. Dann zum zweiten Thema. Darf ich dazu noch was sagen? Gerne, ja. Die Dokumentenstrukturen, die wir in Insolvenzfällen haben, sind sehr wild und sehr umfangreich. Ja. Hm? Das Problem würde ich eben auch sehen. Ich glaube, das muss sehr sorgfältig eingesetzt werden, das Tool im Rahmen einer Due Diligence. Aber zu einem typischen Anwendungsbereich Private Enforcement Klagen. Wir haben ein ganz deutliches Thema im Rahmen dieser Private Enforcement Klagen, dass die Ökonomen mittlerweile meinen, Sie könnten genauso hohe Stundensätze verlangen wie die Juristen. Ja. Was natürlich ungeheuerlich ist. Ja. Ja. Das ist ein Teil der Motivation für das Thema übrigens. So, jetzt ist es natürlich so, dass es für unsere Mandanten eben durchaus interessant sein könnte, einen weiteren Dienstleister mit ins Spiel zu bringen, der zu einer erheblichen Kostenersparnis führen könnte. Wie sieht denn die Vergütungsstruktur im Grunde aus? Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich da am geschicktesten auf antworte. Also, ich mache es mal so ein bisschen abstrakt, genau. Also, ich meine, letztendlich, was haben wir? Wir haben vor allen Dingen das Wichtigste, welchen Nutzen hat der Mandant davon? Das muss immer die erste Frage sein. Ne? So, was wir für einen Aufwand davon haben, ist, sei mal dahingestellt, ist unser Bier. Ne? So, abgesehen davon ist, dass wir den Automatisierungsgrad quasi mit jedem Fall immer noch weiter hochschrauben halt. Ne? So, das nächste ist natürlich, welche Honorare hat eigentlich die Kanzlei? Und das muss natürlich in Relation stehen. Ne? Und welche anderen Leistungen, zum Beispiel, ich hoffe, jetzt trete ich niemanden auf die Füße, zum Beispiel des Gutachters kann man damit substituieren, die sehr teuer sind. So, das sind eigentlich so die Eckpunkte, an denen wir uns orientieren. Was wir letztendlich sagen ist, es muss sich im statistischen Mittel ausgleichen. Also wir streben eher langfristige Zusammenarbeit ein und sagen, es gibt halt auch mal kleine Fälle. Da möchte dann die Kanzlei, mit der wir arbeiten, auch nicht, dass wir sagen, nö, machen wir nicht, weil es uns zu klein. So, da kriegen wir halt weniger. Es gibt aber auch größere Fälle mit höheren Streitwerten, höherer Komplexität. So, und das heißt, wir haben natürlich ein Kalkulationsschema, das hängt davon ab, wie viele Dokumente, wie viele Belegarten, was genau soll gemacht werden. Ne? Also kriegen wir zum Beispiel Papierdokumente oder kriegen wir digitale Dokumente? Ne? Also gibt es eine gewisse Bandbreite. Ich sag mal, nach der letzten Fallbearbeitung hat der Kollege, mit dem wir zusammengearbeitet, gesagt, da hätten wir auch mehr nehmen können. Das ist ein schönes Kompliment. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ähnlich wie mit Auslandsbeurkundungen in Basel zum Beispiel, sie sind immer günstiger als der Ökonom. Ja. Müssen sie ja sein, klar. Ja, also das sage ich mal, steht in keiner Relation. Also
ich überlege gerade, wie viel ich da erzählen kann, aber ich kann so viel sagen, dass also die Aussage aus den Fällen, die wir bis jetzt bearbeitet haben, war, dass wir ungefähr ein Drittel dessen, was ein Gutachter macht, eigentlich substituieren können durch dieses Thema. Nämlich, dass eigentlich gar nicht mehr die Transaktionslisten irgendwie vom Gutachter gemacht werden, sondern dass direkt aus den Dokumentenbeständen die Entitätslisten erzeugt werden. Das ist wahrscheinlich eine vorsichtige Schätzung noch. Ja. Ja, genau. Und ich sag mal, davon sind unsere Honorare ein Bruchteil. Wiegand Müller, mein Name. Wir setzen als Dienstleister für die Aufgaben, die Sie da gerade beschrieben haben, K-Cura oder Relativity und ja. Evalo ein und dazu 10 Danke. Discovery Attorneys. Wie genau unterscheidet sich eigentlich jetzt Ihre Software von der Lösung zwischen 10 Anwälten und Evalo oder Relativity ja. und Ihrer Anwendung, die Sie hier präsentiert haben? Ja. Wir schauen uns natürlich die Anbieter da sehr genau an. Das ist jetzt aber, glaube ich, so ein Fragekomplex, der ungefähr so groß ist. Ich versuche es mal so kurz und knackig auf den Punkt zu sehen. Unser Schwerpunkt ist eher weniger darin, Keyword-orientiert in Dokumenten zu recherchieren, sondern wirklich auf den Punkt, bestimmte Entitätsdaten aus den Dokumenten herauszuholen. Das heißt, wir kriegen eigentlich die Aufgabe, bestimmte Informationsstrukturen fertig zu generieren. Und weniger jetzt zu sagen, ich navigiere jetzt mit Konzepten durch Dokumente durch, sondern wir brauchen genau die und die Informationen aus Dokumenten heraus. Das ist sicherlich jetzt ein bisschen simplifiziert und auch nur ein Schwerpunkt. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass keiner der anderen Anbieter das kann, aber das ist zumindest unser Schwerpunkt. Und was ich am Anfang erwähnte, wir sind ja ein Dienstleister. Das heißt, die Software ist wichtig, aber was wir vor allen Dingen ja auch machen, ist, wir machen Case Engineering halt. Also weil ganz so, dass man immer nur so Plug-and-Play-mäßig Daten direkt so verarbeiten kann, ist es halt auch nicht. Also sie haben immer spezifische Sachverhalte. Erstmal so, ja. Soll ich noch fragen? Wenn man mal über das Auslesen hinausgeht und dann macht man beim Private Enforcement gerade die Erfahrung, dass man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Mengen bekommt man dann vom Einkauf und Preise von der Buchhaltung und in der Rechnung steht sowieso nochmal was anderes drin, weil es noch irgendeine Gutschrift gibt. Die Konditionen sind meistens nicht so, wie sie... Genau, oder sie ist aus den 90ern und schon ein bisschen verblichen, sodass mal schnell aus einer dreistelligen Zahl eine einstellige wird. Mhm. Inwiefern ist das System jetzt schon fähig, durch, sagen wir mal, zum Beispiel Rechnungsdatum der LKW, um beim LKW-Kartell zu bleiben, der wird nicht im selben Jahr plötzlich um eine Kommastelle weniger gekostet haben, obwohl es der identische LKW ist. Also inwiefern kann das System praktisch bei diesen Massenrechnungen selbst schon wirklich erkennen, nehmen wir mal an, ich habe wirklich beim Scan den Post-it drüber kleben über dem Preis des LKW, dass das nur der Preis sein kann. Jetzt sind wir beim LKW vielleicht in einem schwierigen Thema, weil das doch ein relativ komplex ist. Mhm. Aber wir haben ja sicherlich auch homogene Güter, Zucker zum Beispiel. da ist es ja so letztendlich, ich sag mal, der es ausliest, der weiß eigentlich, wenn Zucker die Menge gelaufen ist, um beim Zucker zu bleiben, dann muss eigentlich der Betrag in der Mitte zwischen zwei Daten zum Beispiel derselbe sein. Ja? Ja. Wenn ich weiß, welches Produkt es war. Ja? Mhm. Weil es gibt ja dann doch immer wieder geringe Differenzierungen, aber inwiefern ist die Software in der Lage, erstmal diese verschiedensten Datensätze, die leider oder oft auch nicht identisch sind und manchmal über ganz andere Werte, irgendwelche internen Buchungsnummern oder was auch immer zugeschlüsselt werden, dann praktisch zu dem Ergebnis zu kommen, ich habe zwar nicht die Zahl, das wird sie dann das System sicherlich auch auszeichnen müssen oder auch so erkennbar geben, aber es kann gar nicht sein, dass es eine andere Zahl ist oder ein anderes Produkt. Genau, also erstmal wird möglichst alles genutzt, was an Daten da ist. Ne? Nehmen wir mal ein Datum, ist ja nicht besonders eindeutig. Also Sie haben einfach Informationen drin, die per se noch jetzt keinen eindeutigen Bezug herstellen. Was Sie aber natürlich machen können, ist, Sie kombinieren diese verschiedenen Kriterien und Sie kriegen dann letztendlich wieder so eine Konfidenz raus, also eine Wahrscheinlichkeit. Also Sie kombinieren einfach verschiedene
Attribute zum einen und Sie können natürlich auch noch quasi für jedes dieser Attribute eine selbst nochmal eine gewisse Wahrscheinlichkeit Toleranzen ansetzen. Genau. 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 Also Sie legen dann gewisse Toleranzgrenzen drauf und diese beiden Dinge kombinieren Sie letztendlich. Ne? Also möglichst viele Kriterien treffen und die noch möglichst genau. Und je weiter das auseinander ist, desto geringer wird das Vertrauen, dass der Treffer richtig ist. Ne? Also erfahrungsgemäß bei komplexen Datenbeständen muss man auch zusammen 2, 3 Iterationen natürlich drüber drehen, um das zu schärfen halt. Ne? Was, also wir hatten jetzt einen Fall mit 350.000 Dokumenten, da ist dann wahrscheinlich auch aus der Buchhaltung, da geht es dann ja meistens irgendwie nur nach Unternehmen und die liefern 5 verschiedene Produkte oder 10 und ja. Nur 1 ist relevant. Mhm. Gibt es da irgendwie schon Erfahrungen, wo Sie sagen, wenn wir 2, 3, 4 Durchgänge haben, kommen wir auf irgendeine Quote, wo wir schon relativ sicher sind, dass wir, wenn nachher das Programm hier sagt, ich kann nur 10% auslesen. Nee, also gut, dann hätten wir, glaube ich, ja, ich ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht lügen, ihr müsst noch mal nachschauen, was jetzt in dem Fall jetzt, ungefähr. Aber die Erkennungsquoten sind sehr hoch und vor allen Dingen, was auch noch ein Ergebnis war, ist, dass viele der Datensätze und Belege einfach mal ausgeschlossen will, weil man auf der Klageseite nicht unbedingt Gutschriften zum Beispiel adressieren möchte. Also, ne, also man überlegt sich ja auch nochmal, was man aus den Dokumentenbeständen überhaupt verwendet halt. Ne? Und das überlässt man dann vielleicht lieber der Gegenseite. Also das ist ja auch noch ein Teil des Prozesses halt. Ne? Müsste ich aber mich selber nochmal versichern. Ne? Aber letztendlich haben wir, so, um das Beispiel konkret zu erläutern, wir hatten letztendlich so, ich glaube, 12 unterschiedliche Fälle, die mit unterschiedlichen Trefferquoten verbunden waren und haben das dann immer weiter runtergekocht und aussondiert. Ne? Aber der größte Teil des Volumens ist tatsächlich nachgewiesen worden über Belegzuordnung. Hm. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank.